Den Foto, eine Olympus TAF 850, die war kaputt am Seite, am Rand. Die habe ich zum Reparierer geben lassen. Und jetzt ist das schöne Päckle von der DHL und von meinem Olympus zurückgekommen. Wollen wir mal schauen, was rausgekommen ist, weil es ist immer so eine Sache, wenn man was reparieren lässt, kriegt man Garantie oder nicht. Beim ersten Mal war es so, dass die Dichtung nicht ganz funktioniert hatte und das Foto gleich nach 2 Wochen kaputt war. Nach ein bisschen Diskussion ist das dann anstandslos ersetzt worden. Und in diesem Fall ist es jetzt so, dass nach einem Jahr ein kleiner Streifen war. Es interessiert mich insofern, kriegt man das noch umsonst oder nicht? Olympus macht eigentlich, ich bin einer von den letzten Dinosaurier, die Fotoapparate haben, ja, statt Smartphone. Und gucken wir uns mal an, was rauskommt. Gehen wir erstmal unsere Olympus-Dings durch. Was schreibt Olympus? Olympus schreibt: Reparaturbericht. Ihr Produkt wurde sorgfältig überprüft, gegebenenfalls repariert. Unterstehende Tabelle sind die betroffenen Maßnahmen durchgeführt. Bisher war es so ein Streifen hier an der Seite, ja. Wenn man jetzt ein Foto macht, alles einwandfrei. Wir machen mal auf das Format 16:4, hier umgeschaltet auf 16:4. Das war immer der Haken dabei. Jetzt gucken wir uns die Fotos an und im Monitor anschauen. Ich muss sagen, haben sie gut gemacht. Eine Olympus TAF mit kleinem schönen Bildschirm. Ja, wunderbar. Seht ihr mich? Hier war immer ein Streifen. Ja, konnten wir immer vergessen. Sage ich nur Olympus, danke, habt ihr gut gemacht. Kaufe ich immer wieder.